Hallo liebe Freunde, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Videokonferenz mit dem kostenlosen Google Meet App organisieren. Vor kurzem hat Google seinen Videokonferenzendienst für absolut neue Benutzer kostenlos gemacht. Wie Sie wissen, war die Google Meet App zuvor für Besitzer einer Premium-Abonnenten G Suite für Unternehmer verfügbar. In letzter Zeit stehen mit allen Benutzern zur Verfügung. Damit die Benutzer in Kontakt bleiben können, was zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr wichtig ist. Um den Dienst zu nutzen, erstellen Sie einfach ein Google-Konto. Dann können Sie an der Besprechung teilnehmen. Nach Angaben des Unternehmens werden die Besprechungen im Laufe der Zeit auf 60 Minuten begrenzt. Im Moment können Sie es jedoch ohne Einschränkungen verwenden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Mal sehen, was dieser Service ist. Wie gesagt, um zu verwenden, müssen Sie ein Google-Konto erstellen. Auf einem PC wird der Dienst in einem Browser aufgeführt. Meet wird in Browsern von Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Safari unterstützt. Internet Explorer unterstützt nicht alle Meet-Funktionen. Wenn Sie ein Smartphone oder Tablet für Videokonferenzen verwenden, kann die Anwendung vom Spielmarkt heruntergeladen werden. Ich werde einen Link dazu in der Beschreibung unter dem Video hinterlassen. Bevor Sie beginnen, muss Google Meet Zugriff auf Kamera und Mikrofon gewähren. Klicken Sie nach dem Öffnen der Hauptseite des Dienstes im Browser auf Zulassen. Wenn die Zugriffsanforderungen nicht angezeigt wurden oder Sie zuvor blockiert haben, klicken Sie auf das Symbol Kamera blockiert und wählen Sie immer Zugriff auf Kamera und Mikrofon gewähren. Dann werden Sie automatisch mit dem Videoanruf verbunden. Wenn die Einstellungen nicht aktualisiert wurden, müssen Sie die Verbindung zum Meeting erneut herstellen oder den Browser neu starten und die Verbindung erneut herstellen. Klicken Sie hier, um einen Videoanruf zu starten. Starten Sie eine Besprechung oder geben Sie den Code ein, wenn Sie bereits gestartet teilnehmen müssen. Unten können Sie einen zukünftigen Termin im Google-Kalender vereinbaren. Fügen Sie einen Namen hinzu, geben Sie ein Datum an und legen Sie zusätzlich Parameter und einen Veranstaltungsort fest. Fügen Sie Gäste hinzu, richten Sie Benachrichtigungen ein und fügen Sie eine Beschreibung hinzu. Wenn Sie eine Konferenz über Google Kalender erstellen, können Sie Dateien an die Konferenz anhängen, um die Teilnehmer vorab mit den Konferenzmaterialien vertraut zu machen. Klicken Sie zum Starten eines Meetings auf Beitreten. Danach öffnet sich das Fenster Teilnehmer hinzufügen. Um einen Teilnehmer hinzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie ihn aus der Liste Ihrer Kontakte aus oder geben Sie eine E-Mail-Adresse an. Klicken Sie dann auf Einladung senden. Oder klicken Sie hier, um eine Daten zu kopieren und die Einladung auf eine für Sie bequeme Weise zu senden, beispielsweise in Messenger. Nehmen Sie an einem Videoanruf teil. Sie können auf verschiedene Arten an einem Meeting teilnehmen. Öffnen Sie die geplante Veranstaltung im Kalender und nehmen Sie an der Besprechung teil. Wählen Sie im Hauptfenster des Dienstes einen Termin aus und geplante Liste aus und klicken Sie auf Beitreten. Oder geben Sie den Code oder den Namen des Meetings ein. Sie können den Zugriff am Ende des Ergebnislinks sehen. Geben Sie keine Bindestriche ein. Sie können auch per Einladungslink beitreten. Klicken Sie auf den Besprechungslink, den Sie in der Nachricht oder E-Mail erhalten haben, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenn Sie kein Google-Konto haben, muss einer der Teilnehmer Ihre Anfrage genehmigen. Im Besprechungsfenster können Sie das Mikrofon und die Kamera deaktivieren, die Besprechung verlassen und Ihren Bildschirm freigeben. Nur Vollbildfenster oder Browser Registerkarte anzeigen. Wenn Sie einen Link oder eine Einladungscode benötigen, klicken Sie auf Besprechungsinformationen. Am oberen Bildschirmrand befindet sich eine Liste der Teilnehmer, zu denen Sie neue hinzufügen können. Es gibt auch einen Chat für Textnachrichten. Durch Klicken auf drei Punkte können Sie ein anderes Cache-Layout auswählen. Aktivieren Sie Untertitel und den Vollbildmodus. Überprüfen und konfigurieren Sie in den Einstellungen die Audio- und Videogeräte. Google Meet kann auch auf Mobilgeräten mit Android und iOS verwendet werden. Sie müssen nur die Anwendung vom Markt herunterladen und installieren. In der Anwendung stehen diese Funktionen zur Verfügung wie im Browser auf dem PC. Starten Sie einen neuen oder geben Sie den Code für einen vorhandenen Termin ein. Schalten Sie das Mikrofon und die Kamera aus, demonstrieren Sie den Bildschirm, sehen Sie die Teilnehmer des Meetings und nutzen Sie den Chat. Teilen Sie auch einen Besprechungslink. Mit diesem Dienst können Sie ganz einfach eine Videokonferenz für die Interaktion von Mitarbeitern oder für die Organisation einer Remote-Video-Lektion organisieren. Sie müssen nur ein Meeting planen und einen Link an die Teilnehmer senden. Der Dienst funktioniert sowohl auf PCs als auch auf Mobilgeräten, verfügt über eine solche Benutzeroberfläche und bequeme Mittel zur Verwaltung der Teilnehmer. Und Google sorgt dann integrierter Schutz. Mechanismen für die Sicherheit und den Datenschutz Ihrer Daten. Während eines Videoanrufs wird der Datenstrom während der Übertragung verschlüsselt und die standardmäßig aktivierten Sicherheitstools gewährleisten die Sicherheit des Ereignisses. Und das ist alles. Daumen hoch! Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.